Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, vorab, es wird kommende Woche, die ersten Tage wird es ein bisschen ruhiger um mich werden. Nicht, dass ihr euch wundert, wo ich bin. Ich versuche das auf jeden Fall trotzdem zu kombinieren, dass ihr eure Legungen erhalten werdet. Aber für kommende Woche bitte ich um Verständnis, wenn ich nicht wie gewohnt in dem Rhythmus da sein kann, in dem ihr diesen wie letzte Woche eben erfahren konntet. Ja? Also zumindest anfangs der Woche, zum Ende der Woche weiß ich es noch nicht ganz. Okay, ich werde da sein, aber nicht in der Häufigkeit. So, meine Lieben, jetzt lasst uns einfach mal schauen. Ich gucke jetzt noch mal wegen dem Licht, genau. Zum Sonntag. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften, was darf ich heute Schönes erzählen, was könnte wichtig für euch sein? Was könnte wichtig sein für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten? Gib mir mal bitte eine Message. Bitte gib mir eine klare Message, ja, dass ich das sehen kann und deuten kann. Die will auch noch. Dankeschön. Und bitte eine Message speziell auf die Beziehungsebene. Auf die Beziehungsebene, was hier, wie gesagt, wichtig sein könnte für dich. Oder eben auch für deinen König, für deine Königin. Und dann schauen wir mal rein. Ich rede gerade ein bisschen leiser. Bei uns ist gerade Mittagsschlaf angesagt. Während ihr die Legung seht, ist es sicherlich Sonntagabend. Ne? Also dreht vielleicht ein bisschen lauter. Genau. Ich möchte mich in diesem Sinne auch für die Spenden bedanken. Ich habe das erste mir schon zukommen lassen. Ich habe jetzt gar nicht probiert, inwiefern die eine Karte hier reinpasst. Aber doch, die passt super. Genau, hier haben wir nämlich das Hauptthema. Ich habe mir jetzt rein intuitiv so gedacht, ach, nutzen wir das gleich mal. Und bedanke mich. Und das mache ich zum Schluss dann auch noch mal recht herzlich für all die liebevollen Spenden. Es ist auch noch ein bisschen was auf den Weg oder unterwegs. Und dazu mache ich aber dann wahrscheinlich noch mal speziell ein Video, dass ich euch zeige, was ich mir davon Schönes geholt habe. Hier kann ich jetzt wunderbar den Haupttenor für euch legen und euch zeigen. Das ist echt schön. Ja, vielen lieben Dank dafür. Genau. Also meine Lieben, ich habe hier eine Energie, wo es darum geht, dass hier in einer Angelegenheit bald ein Gleichgewicht reinkommen darf. Du befindest dich gerade auf dem Weg der Fairness. Hier kommt Fairness rein in deinen Energien und hier kommt auch eine vernünftige Entscheidung. Ja? Und in Beziehungsangelegenheiten sehe ich hier, dass hier auch Ebenbürtigkeit reinkommt und gefühlt ein Kräftegleichgewicht. Also das heißt, wenn du ein bisschen Trouble hattest mit irgendjemanden, ist hier eine Energie angezeigt, dass hier Gleichgewicht, Fairness reinkommen kann. Das kann jetzt natürlich für deinen König stehen, ne, dass der hier irgendwie nächste Woche auf der Matte steht und das Ganze ins Gleichgewicht bringen möchte. Oder das kannst du hier selber sein. Aber dazu gehe ich natürlich dann auch mal näher in alle anderen Karten ein. Ja? Ich nehme auch hier so wahr, dass du vielleicht auch immer mehr selbst in eine Energie kommst, in so eine Nüchternheit,
dass du vor einer längeren Zeit vielleicht noch sehr aufgebracht warst, vielleicht auch sehr verletzt warst. Aber hier kommt eine Situation, eine Energie der Nüchternheit auf dich zu, dass du mit einer Situation, einer Verbindung oder eben auch mit einer Person irgendwie viel besser umgehen kannst. Du gehst raus aus deinen Gefühlen, betrachtest die Sache nüchtern. Also du kommst mehr in einen objektiveren Blick rein und erkennst darin auch viel mehr und viel besser jetzt die Verantwortung, die du für dich oder eben auch in dieser Verbindung zu tragen hast. Und das ist doch erstmal eine wunderschöne Energie, die ich hier habe. Ich schau mal, ich lege sie einfach hier drüben hin. Und wir gucken jetzt gemeinsam, wo der Hase hier lang hoppeln darf. Das gibt es doch nicht. Wie beim letzten Mal hatten wir auch hier in der Mitte den Ritter der Münzen, ne? Ja, könnt ihr euch erinnern? Ja, ihr könnt euch erinnern. Ja, und irgendwie wundert es mich nicht, warum du jetzt in einer Angelegenheit immer sachlicher wirst, immer objektiver alles betrachtest und eben diese Verantwortung in dieser Verbindung immer mehr erkennst, ne? Weil mit den 7 der Schwerter im Kopflage habe ich hier für euch eine üble Nachrede. Also hier wurde dir übel irgendetwas nachgeredet, was wahrscheinlich gar nicht dem entspricht, wer du hier vielleicht wirklich bist oder was du hier vielleicht wirklich getan hast. Und ich sehe auch, dass dich diese Situation wirklich sehr schwerfällig gemacht hat. Es kann sein, dass du vielleicht dein Leben auch gar nicht mehr so richtig anpacken konntest, weil hier irgendjemand einen Scheiß über dich erzählt hat, was gar nicht der Realität entspricht, ne? Und diese üble Nachrede, da hast du hier ein bisschen auch wieder länger dran zu knabbern gehabt, ne? Mit den Ritter der Münzen und Kopflage, das steht halt für eine Stagnation, wo ich aber auch sehe, dass du an einem gewissen Punkt selbst einen Cut gemacht hast, einen Block gemacht hast, damit hier nicht mehr so ein Müll über dich hier erzählt wird. Ja? Und das ist eine Energie, das ist eine Möglichkeit hier für dich gewesen, oder es kommt eben noch auf einige zu, um überhaupt noch mit dieser üblen Nachrede hier klarzukommen. Ja? Ich sehe nämlich bei dir, dass dir das eben gelingt, dass du einer üblen Nachrede wirklich einen Stopp machen kannst. Ja? Du könntest das Gefühl haben, dass du hättest tun und machen können, was du wolltest, diese Nachreden. Als hättest du keinen Einfluss gehabt, ja, als hättest du wirklich tun und machen können, was du wolltest, du hättest dir den Arsch aufreißen können und du merkst eben, du steckst in einem Szenario, so von wegen lange Rede, gar keinen Sinn, ich habe gar keine Wahl. Aber ich sehe, dass du hier für dich in der Wahl dessen, das Ganze wirklich zu blockieren, gewisse Leute aus deinem Leben zu löschen, ich muss es wirklich so sagen, viele Dinge hinter dir zu lassen oder einfach eine bestimmte Situation oder Person hinter dir zu lassen, spürst du irgendwie für dich, ich habe sehr wohl eine große Einfluss, also ich habe sehr wohl großen Einfluss auf das, was mir hier widerfährt oder inwiefern man mir hier oder inwiefern ich es hier zulasse, dass man mir vor die Karre pissen will. Ne? Und ich nehme so wahr, vor kurzem, wie ich schon zu eingangs erwähnt habe, warst du dadurch sehr aufgebracht, sehr emotional, auch schmerzlichst enttäuscht. Aber ich habe diese Situation, nimmst du jetzt nach und nach immer objektiver wahr und erkennst, ich wiederhole nochmal die Verantwortung in der ganzen Kiste und die Verantwortung hier drin besteht, dass du dieses Schicksal meisterst. Ja, und weil der Magier steht auch dafür, dass du weißt du, der steht auch für die Meisterung des Schicksals so rum. Ja,
Ich muss auch sagen, wenn dieser Magier wirklich als Person gesehen wird, dann sehe ich, dass du es hier mit einer üblen Nachrede zu tun hast, die du hier gerade mega auf Block setzt, was sich hier mit einem Scharlatan, mit einem Blender und einem Manipulator hier zu tun hat. Also es sind übelst krasse Energies hier unterwegs, wo ich aber sehe, dass du da irgendwo einen Weg für dich findest, um da rauszukommen. Und du darfst dir hier die Frage stellen, bei diesem ganzen Scheiß, der hier gelabert wird oder getan wird, wie viel davon möchtest du wirklich zu dir nehmen? Ja, wie viel davon hat wirklich etwas mit dir zu tun? Und wie gesagt, dann kommt hier so, okay, ja, ich verstehe immer mehr, dieser ganze Scheiß mit diesem Scharlatan, Blender, Manipulator hat gar nichts mit mir zu tun. Ja, also ich sehe, einige könnten hier jemanden wirklich gelöscht haben, blockiert haben, und können hier wirklich eine Erkenntnis bekommen von oder über jemanden, weil das steht auch für eine Eindeutigkeit, ja, eine durchdringende Erkenntnis, und du merkst halt einfach nur, hier hat einfach jemand so viel Scheiße erzählt, das hat gar nichts mehr mit mir zu tun hier. Ja. Ja. Das könnte dir jetzt immer klarer werden, ja. Nachdem du hier aus diesen Energies rausgehst, guck dir das mal an. Eieieiei. Aber es ist gut so. Es ist gut so. Es ist gut so, was hier gerade passiert. Ja. Wie gesagt, laut astrologischer Energie, im März fallen sowieso die Masken hier, und das hier ist eine Sache, die zieht ja auch noch nach. Ne? Ich glaube, das ist eine Legung, die trotzdem oder auch viel mit den letzten Legungen hier auch in Resonanz gehen. Ja, all die, die hier sich hier gerade in einer Form des Schwebezustandes befinden. Ich habe hier auf deiner Ebene direkt bei deinen Energien, und das ist auch wieder krass, das Ass der Kelche und Kopflage liegt genau hier wie das letzte Mal. Ja? Es bestätigt sich hier, das geht jetzt wirklich nur an die, die damit wirklich in Resonanz gehen können. Ne? Ich muss dir wirklich sagen, dir wird immer klarer, dass eine Wende hier reinkam, die sich immer mehr zum Schlechten gezeigt hat, ja. Also man könnte dir in einer Angelegenheit tatsächlich auch wirklich Unheil und Bosheit. Boah, also jemand hat es hier so richtig, ist dir hier mal so richtig aufs Dach gestiegen. Das kannst du wirklich so sagen, ne? Ja, geheuchelt, Mangel an Liebe. Also dir hat man hier eins vorgemacht, gefühlt vor dem Herrn. Gefühlt wirklich vor dem Herrn. Ja, also Unheil, Bosheit, Heuchelei, Verzweiflung, Mangel an Liebe. Eieieiei, was ist denn da so los wie bei euch? Ja. Weißt du, was ich aber sehe bei dir? Wie gesagt, du kommst damit immer besser klar. Für dich fügt sich jetzt alles immer mehr. Ja. Oh mein Gott, ey. Also ihr hattet es wirklich mit so einem falschen 50er hier zu tun. Da könnt ihr gar nicht glauben, dass jemand überhaupt so falsch sein kann. Ja. Ich sehe, dass du hier einen Neustart beginnst. Neue Impulse, du bist trotzdem bereit, neue Impulse zu setzen, aber vielleicht auch eher in Arbeitsangelegenheiten, ne? Weil hier steht Meisterschaft, wir haben hier das Handwerk, es kann sein, dass du einen handwerklichen Beruf hast und da vielleicht auch deinen Meister drin machen möchtest. Das muss aber jetzt nicht zwingend sein. Es kann sein, dass du mehr den Fokus wieder auf Thema Arbeit lenkst,
auf eine Sache, wo du etwas erreichen kannst, ja, also irgendeine Ausbildung, vielleicht auch eine Weiterbildung, vielleicht ein Seminar, vielleicht auch ein Studium. Ich sehe, dass du dich hier mehr neuen Impulsen im Leben hier besinnst und dich wirklich gefühlt von dem Ganzen hier wegdrehst, ja. Und ich sehe auch, dass du tatsächlich durch das Neue dauerhafte Ergebnisse erreichen wirst. Ja. Und hier beginnt eine gänzlich neue Phase für dich. Ja. Das ist echt interessant. Jetzt gucke ich mal auf Beziehungsangelegenheiten. Boah, Mensch. Eieieiei. Oh. Oh mein Gott, also hier geht es jemandem nicht so gut. Also hier habe ich wirklich eine Angelegenheit. Eieieiei. Ja, ihr seht die Karten, das ist ja der Wahnsinn. Und da muss ich auch sagen, da bin ich froh, dass ich euch das hier heute nochmal lege, weil es vielleicht hier auch wirklich helfen könnte. Ja. In Beziehungsangelegenheiten sehe ich einfach für dich, dass wirklich dicke Luft ist. Dass wirklich dicke Luft ist und dass wirklich hier eine Hoffnungslosigkeit herrscht. Und zusammen jetzt noch mit den drei der Schwertern in Kopflage, dann steht das wirklich für ein Wortbruch, für Entfremdung und eben auch für Streit und eben auch für Fehler. Also das heißt, in der ganzen Legung hat man sein Wort gebrochen. Und das könnte dir mit der Zeit immer mehr klar werden. Ich kriege hier immer mehr rein, dass das ein Scharlatan ist und Blender hier oben. Ach, das sind echt miese Energien, aber ich sehe es halt für dich. Du kommst aus diesem emotionalen Chaos hier aber eben halt auch raus. Und ich kann dir heute einfach nur unterstreichen, dass hier jemand dich aber mega getäuscht hat, ausgenutzt hat, geheuchelt hat, dich in eine Überforderungssituation gebracht hat und sein Wort gebrochen hat. Boah. Und das ist eine Legung zum Sonntag, ey. Ich hoffe, ihr geht jetzt nicht. Ich hoffe, das triggert euch jetzt nicht zu sehr. Ja, weil was ich hier sehe für euch ist, dass ihr auch hier wieder vielleicht mehr neue Projekte angeht, dass ihr euch wegdreht von diesem ganzen Szenario hier. Ja, also ich nehme nicht so wahr, dass ihr jetzt noch Bock habt, an dieser Situation zu arbeiten, ne? An diesen Fehlern, die hier sozusagen gefühlt unterlaufen sind. Ne? Ich nehme noch mal kurz meine Kartitsch und oh Gott, ich bin jetzt noch mal kurz in mich gegangen. Ich will jetzt bitte noch mal auf die Heuchelei. Die zwei der Stäbe, also das sind Lippenbekenntnisse. Nur geredet, mehr nicht. Nur geredet, nur Geschwätz. Vielleicht auch wirklich noch eine andere am Start, die mit reinrührt. Eine andere Frau. Ja. Lippenbekenntnisse, Täuschung. Und es kann auch sein, dass da schon eine ganz andere Uschi Else ist, dass er sie hier auch. Das ist der gleiche Film, mein Engel. Warum soll es der jetzt besser gehen als dir? Ja, kann ich dir gleich sagen. Rein psychologisch gesehen ist das hier.
Das klingt mir hier so ein bisschen nach Borderline. Ich will keine Diagnosen stellen, aber es ist schwierig, mit solchen Menschen zurechtzukommen, ja? Guck mal, hier bricht jemand sein Wort. Irgendetwas hat man dir ja aufgetischt und erzählt. Und so geheuchelt und gelogen, so geblendet, so manipuliert, dass ich nicht mehr weiß, ob das hier gesund ist, mit dem du es hier vielleicht zu tun hast. Ich möchte einmal dort oben hinlegen. Da hätte ich gern einmal. Das auch. Tja, man hat halt gedacht, dass man damit wirklich davonkommt, ne? Hier ist eine Situation, wo jemand wirklich versucht hat, sich irgendwie in dein Leben reinzufuchsen, weißt du? Ja, halt irgendwie Unruhe zu stiften. Eieieiei. Üble Nachrede. Ja, also ganz ehrlich, hier will sich jemand reinwaschen. Ja, so nehme ich das wahr. Hier wollte sich jemand reinwaschen oder hier will sich noch jemand reinwaschen. Was es damit auf sich hat. Ja, also hier will man irgendwie vielleicht auch, wollte man, weißt du, es ist lange Rede, gar keinen Sinn. Diese Legung ist für den Arsch, weil die zeigt mir an, du hattest es hier oder du wirst es hier noch mit einem Typen oder einer Kirsche zu tun haben, die nicht zu oder der nicht zu seinem Wort steht. Und versucht sich hier rauszureden, indem man nur Scheiße über dich erzählt. Drei der Schwerter. Obwohl erst auf den Scharlatan da oben. Der Eremit. Ganz ehrlich, du hattest es hier mit einem Typen zu tun, der sehr verbittert war. Ein Griesgram. Ja? Also anders geht es ja auch in dem Sinne nicht, ne? Die Schattenseiten vom Eremit, hier geht es um Verbitterung. Griescremigkeit. Bah. Ja, und da hat man sich gedacht, man geht dir ja vielleicht einfach mal auf den Sack und rührt hier mal ein bisschen in dein Leben rein und bringt dir hier mal so ein bisschen Scheiße. Hier sind Dinge gelaufen und passiert, die hast du nicht verdient. Absolut nicht. Und das ist hier ein Scharlatan, der versucht hat, das irgendwie alles auf dich abzuwälzen. Die ganzen Probleme, die man hat, das, womit man nicht zurechtkommt im Leben. Und vielleicht ging es dir relativ gut, wo ihr euch kennengelernt habt. Das ist hier ein richtiges Arschloch. Hier hat jemand alles an dir abgewälzt. Gelogen, betrogen, geheuchelt, hier ist alles drin. Und das, was man gesagt hat, nicht eingehalten. Verarscht. Das ist. Ich hatte den Künstler in Kopflage, ne? Weil ich habe jetzt hier auch mit den drei der Schwerter. Das ist kein Künstler.
Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist nicht dieser Poet, der dir die schönen Worte macht oder der dir wirklich schöne Worte sagt, die man dann auch ehrlich meint. Das war nicht der Himmel auf Erden. Er war nicht auf der Suche nach dem Himmel auf Erden mit dir. Und es kann sein, er hatte hier falsche Versprechungen gemacht. Oh, ich will gar nicht mehr weiterlegen. Weißt du, weil ich sehe, dir wird das hier immer mehr klar, was das hier für ein Scheiß ist. Wirklich, ich will es nicht weiter intensivieren. Ja? Meine Fresse, wenn ich das jetzt hochlade, versaue ich doch euren Sonntag. Was kommt in der Liebe hier trotzdem? Hier kommt aber jetzt die wahre Liebe in dein Leben. Vielleicht ist es auch das mit neuen Impulsen, aber der Typ ist es nicht. Finanzen und Karriere. Das sind zu viele. Ach, keine Ahnung. Das ist eine Scheißlegung. Ich habe keinen Bock mehr zu legen, sage ich euch ganz ehrlich. Also das wollte ich mich jetzt ehrlich. Ich habe aber trotzdem die neue Liebe hier drunter. Also ich darf euch in dem Sinne Mut machen und ich glaube, dazu braucht ihr die Karten nicht, dass definitiv eine gänzlich neue Liebe in euer Leben kommt, dass das nicht dieser Scharlatan hier werden wird. Ja, und das ist eine Sache, die ich euch auch nur raten kann. Ja. Ich habe so das Gefühl, die wahre Liebe oder generell jemand, der dich hier wirklich wahrhaftig mag, das kommt schon hier alles. Also den Mut, diesen Mut soll ich dir noch machen. Ne? Weißt du, ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, der hat hier nur die wahre Liebe vorgegaukelt und wollte vielleicht noch Kohle mit dir machen im pornografischen Bereich. Finanzen und Karriere neben der Leidenschaft. Ja. Aber ich nehme auch so wahr, hier wird ein Thema angetriggert bei dir, das Geld. Und Leidenschaft, das ist nicht alles. Und dadurch werden hier Familienthemen geheilt. Ich weiß, damit kann jetzt nicht jeder in Resonanz gehen. Es könnte sein, dass du auch in diesem Szenario für dich deinen wahren Weg noch mehr erkennst, dass Geld und Sex nicht alles ist. Na, das ist hier Familien halt, Familienzusammenhalt, innere Kindthemen mit Leidenschaft angehen. Ich weiß es nicht, mein Engel. Ich bin gerade wirklich überfragt, weil ich gebe es ganz ehrlich zu. Das ist für mich, ist das jetzt nur noch Puzzleteile zusammenfügen. Fügt das wirklich mal ein bisschen jetzt für euch zusammen. Ich finde die Energien hier so krass. Also, das ist so richtig heftig, wo so richtig, richtig offensichtlich klar ist, dass was hier für ein Blender am Werk war. Ich habe hier neben der neuen Liebe die 10 der Kelche. Hier ist eine Situation, dir wird hier irgendetwas immer mehr klar. Ja, du gehst da, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, du heilst hier auch so langsam, ne? Dass du, wenn du es objektiv betrachtest, vielleicht auch wirklich genau auf diesen Punkt kommst, wie ich es dir gerade gelegt habe. Gleichzeitig darf ich dir aber auch wieder Hoffnung machen, hier kommt jemand, das ist eine neue Liebe. Und
Das ist Familienleben, das ist wirklich, wo du die richtige Liebe auch, wo man dich nicht verarscht, wo man dich nicht blendet, ja? Gleichzeitig kann es auch sein, dass einige aus einer Affäre-Freundschaft bloß aussteigen, wie auch immer, und wieder zu dem Noch-Partner oder die Noch-Partnerin zurückgehen und dadurch die Liebe neu entflammt. Ja, das nehme ich auch so wahr. Ansonsten an all meine lieben Singles, wenn ihr in so ein Szenario gesteckt habt, wo hier, boah, jemand sein Wort gebrochen hat, ihr könntet euch demnächst mehr um eure beruflichen Belange kümmern. Das sieht auch sehr erfolgreich aus hier, ja. Und es ist auch wichtig, dass ihr irgendwo anfangt, etwas Neues anzupacken. Und auch für euch gilt hier, jemand Neues darf in euer Leben kommen. Ihr dürft diesen ganzen Beschiss hinter euch lassen, ne? Und ich habe hier aber dann auch die Fülle in Liebesangelegenheiten. Ne? Also das heißt, ich darf euch Mut machen, dass das jetzt nicht das Ende der Welt war, nur weil hier etwas ans Tageslicht kommt. Oh, meine Fresse, ey. Das will ehrlich gesagt keiner hören und sehen, oder? Also. Ja, und hier kommt deine Zwillingsseele auf dich zu. Ja, hier kommt tatsächlich deine Zwillingsseele, also jemand, der wirklich zu dir passt. Jemand, der wirklich zu dir passt. Ich lasse es so stehen, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem irgendwie helfen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht echt mega negativ angetriggert. Vergesst nicht, wir haben alle eine eigene Intuition. Wir haben alle einen freien Willen, um unser Leben wuppen zu können. Seht diese Legung ein bisschen als Spaß an, obwohl das hier boah, schon echt harter Tobak ist. Ja. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen. Wenn euch das trotzdem gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet, aktiviert das Glocke sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.